Heute veranstalten wir das allererste LEGO Community Battle Royale Turnier in Fortnite. Tatsächlich. Ich würde sagen, wir droppen alle in die Battle Royale Lobby rein. Wir müssen alle durchs Portal laufen. Let's go, Jungs. Let's go, let's go, let's go. Der Gewinner bekommt 1000 V-Bucks. Vergesst auf gar keinen Fall, dem Video hier ein Like dazu lassen, den Kanal kostenfrei zu abonnieren. Schaut rein. Abfahrt. Hier sind die Ehrensupporter von euch eingeblendet, die mir auf Instagram ein Bild zukommen lassen haben, wie sich was mit dem Code ALBIVB im Alpenshop geholt haben oder den Code einfach nur eingetragen haben. Das reicht auch schon völlig aus, um eingeblendet zu werden. Vielen Dank für den unglaublichen Support. Good luck, good luck, good luck an jeden, ne? Aber achtet drauf, ja? Gewinnen. Wir droppen. Ich droppe an meinem Lieblingsspot dort hinten. Das ist bei so einem Wohnwagen, bei so einem Eiswagen. Ich hoffe, ich habe den besten Drop drauf. Hier ist nichts. Bro, hier ist nichts. Oh mein Gott, warum spawnt hier nichts? Ja, perfekt, ich bin tot. Hier ist gar nichts. Hier ist kein Item-Spawner. Oh mein Gott, da hinten ist eine Waffe zum Glück. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, wenn ich gewinne, dann kriegt keiner 1000 V-Bucks, ne? Also strengt euch an. Warte mal, wenn ich hier runtergehe, bin ich tot, oder? Komm ich da noch weg? Muss kurz taktisch denken. Oh mein Gott, hier ist ein Grappler. W's in Chat. Okay, ja, ja, doch, ich komme hier rum. Ich komme hier rum. Und jetzt mit Grappler sowieso. Okay, wir sind Gucci, wir sind Gucci. Wir sind Gucci. Hier vor mir ist einer. Let's go. Muffin! Oh mein Gott, Muffin! Tut mir leid, Bro. Einfach die 1000 V-Bucks geklaut. Das ist schade, Muffin. Okay, okay, okay. Wir sind noch chilling, wir sind noch chilling, wir sind noch chilling. Ich brauche eigentlich, ich brauche Seifen, Chat. Ich brauche Seifen. Pro Kill bekommen hier Leben. Der will sich healen. Der will sich healen, der Typ. Als White. Let's go. Ich glaube, der hat Healing dabei gehabt. Let's go, let's go, let's go. Das ist auch ein geiler Kill gewesen. Wichtig, wichtig. Komm mal, Healpot. Was für eine Waffe? Können wir mitnehmen? Dann müssen wir nicht reloaden. Doch, müssen wir trotzdem. Okay, natürlich. Wer ist er? Wer ist er? Warum sind da welche aufspawnen? Was machen die? Die kommen da nicht hoch. Oh mein Gott. Ich hol den mal. Ich erlöse ihn. Er will nicht sterben. Oh, du wirst sowieso an Zone sterben. Oh mein Gott, neben mir. Nein, tot. Tot, tot, ich bin tot. Oh mein Gott. Gottes Aim. Ja, für dich hat's gereicht, Muffin. Schade. Okay, wir spectaten. Wir spectaten. Mal gucken, wer das Ganze für sich entscheiden kann. Die Zone, die closed noch nicht so ganz. Dort hinten wird noch sehr, 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 sehr dick gefightet. Mal gucken, wer das Ganze für sich entscheiden kann von der Community. Um besser in Fortnite zu werden, könnt ihr sehr gerne meine Creative Map Alvi Royale abchecken. Es kommen immer wieder unfassbar viele neue Updates. Und die Map läuft jetzt für 12 Spieler auf der besten Performance, die möglich ist. Falls euch das aber auch noch nicht genug ist, dann könnt ihr auch sehr gerne meine 1 gegen 1 Rank Map abchecken. Dort könnt ihr gegen andere Spieler in 1 gegen 1 Rank duellieren. Checkt auf jeden Fall die Map ab, falls ihr bei LEGO Battle Royale auch mal mitspielen wollt, beziehungsweise auch die ganzen anderen Game Modes genießen möchtet. Es wird in Zukunft Jump League geben, es wird Skyhost geben, Bad Wars, es wird Minigames geben. FFA gibt es ohnehin schon, um das Aim eben so ein bisschen zu trainieren. Battle Royale, das ist die allererste Version von der Map. Also es wird natürlich immer, immer besser. Es wird neue POIs natürlich auch geben mit der Zeit. Neue Waffen werden natürlich auch reinkommen von LEGO, beziehungsweise von Fortnite an sich. Aktuell gibt es natürlich nur sehr, sehr, sehr einen sehr geringen Lootpool. Aber checkt die Map sehr gerne an. Erster angepinnter Kommentar. Damit kommt ihr auf die Map. Grindet, falls ihr auch mal bei solchen Lego-Turnieren dann auch mitmachen wollt und gewinnen möchtet. 1000 V-Bucks hier mitnehmen möchtet. Okay, die Banane ist dort hinten hin. Das ist der Typ, der mich gekillt hat. Der kleine Dulli. Er rotiert jetzt zur Main-POI. Wir können das eigentlich Tilted Towers nennen. Ah, genau. 1 gegen 1 und 2 gegen 2 wird es auch auf der Map geben. Oh mein Gott, hier ist ein dicker Fight jetzt. Hilfe, was ist das? Oh mein Gott, das ist ein 1-1 hier. Oh, der hat die OP-Waffe. Er hat diese goldene OP-Waffe. Er ist aber ziemlich chilling. Ich sag, der gewinnt das, Chat. Der hat so eine God-Pose, guck mal. Der ist so chilling. Ich sag, der gewinnt das. Boah, es lebt. Boah, guck mal, wie viele hier noch sind, ne? Wieso Ameisen? Okay, er hat nächsten Kill gemacht. Es ist Fishy Name, heißt er. Hat Mini Jamie geholt. Mini Jamie Dead. Ist eigentlich ein Community Pro. Aber nicht in Lego scheinbar. Boah, Fishy Name. Guck mal. Guck mal mit der Laserwaffe. Ich sag, der holt es. Ich geh mal dem hinterher. Ich will sein Gameplay sehen. Oh, wird er verfolgt jetzt? Von einem Dynamo-Skin, oder? Guck mal, Dynamo-Skin in Lego. Okay, Housefight. Was macht Fishy Name draus? Dann geht weg. Macht er gut. Oh. Wow, Fishy Name dead. Nein. Oh nein. Unlucky, Bro. Ich glaube, das ist ein Dynamo-Skin, oder? Ja, das ist ein Dynamo-Skin. Okay, die letzten Spieler. Die Zone ist schon sehr, sehr, sehr close, wie ihr seht. Nicht mehr viele Spieler alive. Ich glaube, insgesamt wahrscheinlich noch so 3, 4. Oh mein Gott, dead. Wer ist es? Lukas A. mit dem Kill of Zwoggle. Lukas A. mit dem Dynamo-Skin. Lego-Haus ist dort hinten kaputt gegangen. Da hinten ist noch ein Busch-Skin. Lukas A. mit der kompletten OP-Waffe. Will er sich jetzt den High-Ground holen hier auf dem Haus? Er holt sich den High-Ground. Er fällt aber immer wieder runter. Okay, er ist big chilling. Er ist chilling. Komplett chilling. Oh, der eine schießt dorthin. Oh mein Gott, der macht seinen Tower kaputt. Smarter Move von dem Kollegen hier hinten. Aber Zone close. Zone macht One-Hit, ne? Ihr müsst aufpassen, Jungs. Oh, stirbt dein Zone? Oh, stirbt dein Zone? Du musst moven, Bro. Du musst moven.
Er ist tot. Er wusste es nicht. Oh mein Gott. So macht One, Jungs. Ey, das wird wahrscheinlich eine klare Sache für Lukas, ne? Oh, Lukas wird gepressured von oben. Wer ist das? Auch jemand komplett Neues? Push jetzt hier rein in Main PUI. Holt sich jetzt hier einen kleinen Refresh. Ist Lukas gestorben? Nee. Wo ist Lukas? Lukas muss hier irgendwo sein. Zone ist schon sehr, sehr, sehr klein. Wir gucken uns das Ganze mal so ein bisschen von weiter außen an. Hier hinten ist der Mann, der Lukas gerade gefightet hat. Aber ich weiß nicht, wo Lukas ist. Es sollten eigentlich nur noch zwei Leute sein. Dort hinten wird gestabbt irgendwo. Oh, Zone, Bro. So, Bro, muss aufpassen. Dorthin ist der letzte. Der finale Fight, Chat. Wer gewinnt? GG's. Z Retail. W's für Z Retail. Z Retail, schick mir ein Screen, wie du in der Lobby stehst, damit du die 1000 V-Bucks mitnehmen kannst. GG's, erste Runde gewonnen. Wir droppen alle rein wieder. Alle rein, alle durch, Portal durch, Jungs. Ich muss jetzt ein bisschen länger überleben. Ich habe zwar zwei, drei Kills gemacht irgendwie early, aber ich muss gucken, dass ich jetzt ein bisschen länger überlebe. Okay, ich hoffe, dass ich hier irgendwas finde. Oh mein Gott, vor mir ist einer. Aber ich habe die Waffe vorhin. Ja, Bro, nur er hat gute Movement. Also nur Healing. Okay, ich habe jetzt nicht die besten Waffen, aber ich glaube, ich hier oben wurde gefightet. Vielleicht kann ich hier irgendwas cleanen, weil hier ist oben im Haus. Aber ich muss hier reinspringen. Ich muss hier rein. Er läuft nach hinten weg. Oh Mann. Da unten ist einer. Ey Jungs, ich brauche euch bitte. Herr Fischskin. Komm her. Oh, ich hit ihn nicht. Dead, let's go. Drei Kills wieder, aber es bringt mir gar nichts. Ich glaube, der hat auch keinen Stuff, oder? Der hat komplett Pech gehabt beim Droppen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Chat! Okay, Retail, der Gewinner hat Muffin gerade geholt. Nein. Geil. Nein, komm weg. Ich muss chillen, Chat. Ich habe nicht so geilen Stuff. Oh mein Gott, nein. Cracked. Jetzt white dead. Nice. Oh mein Gott, der hat die OP-Waffe und nutzt die nicht. Und Healing sogar. Alles. W's. Ich zerstöre die Leute hier. Nice. Okay, nur nicht Zone berühren. Lol. Weil ich nehme, glaube ich, den Schneeballwerfer auch noch mit. Okay, ich muss noch aufpassen. Z Retail ist noch alive. Der Gewinner von letzter Runde. Die Zone ist schon relativ klein. Ich habe halt nichts. Ich brauche eigentlich noch mal einen Refresh. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst auch vor Bushcampern. Und die Banane, maybe. Nein. Ach, das ist ein Haus da. Guck mal, da ist ein Haus. Aber ich kann ihn nicht hitten. Komm her. Nein, ich sehe ihn nicht. Bro, nein. Ich kann ihn nicht fighten. Es sieht nicht gut aus, Chat. Ich brauche einen Kill. Oh mein Gott. Der ist im Busch dort hinten drin. Vielleicht kann ich da was reinjagen. Warte mal, gib mir mal einen Moment, Chat. Wenn ich hier so außen lang rotiere, kann ich vielleicht auf dem Busch eine übel eklige Aktion machen. Er ist weg. Oder? Er ist weg. Okay, warte. Oh mein Gott, nein. Ich bin so dead, Chat. Bro. Ich Real Talk, ich brauche einen Kill. Ich brauche nochmal Support jetzt, bitte. Irgendwie so ein Go-Al-V-Go oder irgendwie sowas. Da oben auf dem Berg, glaube ich, sind welche, oder? Im Busch, guck mal. Nice, Craig wenigstens. Bitte schieße nicht in den Busch rein. Bitte nicht. Übrigens, ihr bekommt auch immer pro Win 3 Kronen bei Battle Royale. Wie ihr seht, ich habe 3 Kronen. Werde euch aber nicht verraten, wann ich diesen Win geholt habe. Hehe. Okay, so, Zone macht halt One-Hit. Ich muss echt aufpassen, ne? Muss immer weiter reinrotieren. Ich bin halt 1 HP. Das ist crazy. Ich muss so chillen. Aber ich kann das noch gewinnen, Chat, eventuell. Vielleicht kann ich das noch gewinnen. Haus ist auch ganz gefährlich wegen Zone, ne? Ihr müsst auch aufpassen, dass ihr nicht irgendwie in einem Haus bleibt. Dort hinten wird gefightet. Ich kann es noch holen, Chat. Ich muss aber irgendwie auf dem Haus raufkommen und ich habe halt nichts. Nein. Let's go, W's. Er ist im Haus gefesselt. Oh nein. So ein Puls sogar woanders hin, ab und zu. Wusste ich gar nicht. Wie geil. Hey Chat, ich kann es holen, ne? Nein. Oh, ich kill mich fast selbst. Nein, bin tot. Oh, ich werde Zweiter. Ich sterbe an Fruchtzwerg und werde Zweiter, Chat. Wie bitter. GG's. W's, GG's. Starkes Spiel, Jungs. Liken immer nicht vergessen. Bitte. Das Support extrem die Map, Jungs. Wirklich, real talk. Bevor sie verlässt, ist es ein kurzer Klick. Good luck in der dritten Runde. Wir wurden leider Zweiter. Wie bitter. Fruchtzwerg und Retail haben sich einmal 1000 V-Bucks jetzt verdient als erste Plätze. Mal gucken, ob wir vielleicht jetzt auch Erster werden können und der Community 1000 V-Bucks wegnehmen können. Nein, irgendwie, ich gönn's natürlich auch, dass ja doch dann am Ende mich jemand weggeklatscht hat. Okay, schön wie auf unseren Spot. Mein Spot ist hier unten. Perfekt, er hat den besten.
Kisten. Ja, never mind, Bro. Never mind, Bro. Ich habe gar keine Waffen. Ich habe gar nichts. Ich habe gar nichts. Da hinten ist eine Pizza. Perfekt, ich habe nichts. Ich habe ein Problem, Chat. Ich habe ein ganz dickes Problem. Ich habe ein ganz dickes Problem, Chat. Ich habe ein ganz, 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 ganz großes, dickes Problem. Oh mein Gott, nein. Ich brauche irgendwo jetzt, irgendwo, bitte. Irgendeine Waffe. Healing, natürlich, perfekt. Oh mein Gott, hier sind Waffen. Hier sind Waffen, hier sind Waffen, hier sind Waffen. Let's go, W ist ein Chat. Oh mein Gott, wie ich mich gesaved habe, ne? Oh mein Gott, hier ist alles. Let's go, wir sind Gucci. Wir sind so Gucci, wir sind so Gucci. Wir sind Gucci, Chat. Okay, ich chill kurz. Ich habe eine Waffe und Full Healing. Ich glaube, in dem Haus gegenüber ist auch noch Stuff. Schön hier rein. Jawohl, oh mein Gott, die Laserwaffe, Chat. Let's go, let's go, let's go, let's go. Uns geht's richtig gut. Uns geht's richtig gut. Maybe Grappler. Grappler hat uns letzte Runde gefehlt. Das, wenn ich den gehabt hätte, sage ich, wäre ich Erster geworden. Ich habe meinen Laser aufgedroppt. Oh mein Gott. Das war ein Spiel. Let's go. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, W's. Bitte W's, bitte W's. Hä? Was passiert? Du bist ins Hub gegangen? Warum bin ich ins Hub gegangen? Okay, ich werde relativ aggressiv droppen jetzt diesmal. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, Laserwaffe, Pizza, Healing. Wir sind Gucci. Ich habe alles, ne? Ich habe wieder alles. Guck mal, die auch noch. Die Schleimwaffe auch. Bro, Bro. Uns kann es nicht besser gehen, ne? Wisst ihr, was ich jetzt machen werde? Ich werde komplett an den Rand der Map laufen. Weil dort sind nämlich die ganzen Spieler, die wahrscheinlich nicht so geil den Stuff haben. Oder die ein bisschen ängstlicher sind. Ich mache jetzt richtig den Unehrenmann. Was heißt Unehrenmann? Eigentlich smarten Move. Eigentlich richtig den smarten Move. Wie, du bist smart. Oh, Grappler. Komm her, komm her, komm her. Wo ist der? Campt einer. Go. Ich weiß nicht, ob ich die Waffe mitnehmen soll oder nicht, Chat. Soll ich es machen? Nee, ne? Eigentlich ist Healing wichtiger. Und der Grab auf jeden Fall. Zwei Waffen, Healing und ein Moving Item ist, glaube ich, der Key, Chat. Oh mein Gott, das ist one. Das ist one. Bro, wer ist er? Der war 1 HP, der andere, ne? Ist ein anderer. Hä? Was geht hier ab, bitte? Warum campen da so viele? Oh mein Gott. Er killt mir den Kill. Nein. Okay, okay, okay. Wir sind chilling, Chat. Woher weiß er das? Woher weiß er das? Oh mein Gott, er ist ein HP. Lukas, ey. Du bist ein HP gewesen. Oh nein. Was war denn das für Action? 1 HP muss er gewesen sein. 108 White nochmal. Wir spectaten das Ganze. GG's in den Chat. Oh Mann, wie bitter. Als ob wir das nicht gewinnen, Chat. Schade, 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 Schokolade. Okay, wir schauen Lukas zu. Wir schauen Lukas zu. Der rotiert komplett am Rand der Maps. Macht er eigentlich smart. Schaut sich das Ganze von der Seite an. In der Mitte ist einer. Bro, wie viele waren bitte auf meiner Seite, ne? Also müssen ja auch ein bisschen Stream-Sniper gewesen sein, oder? Dass da so viele waren? Das war crazy. Okay, Lukas farmt sich jetzt hier noch irgendwie so ein bisschen hoch, was er halt eben, ne, farmen kann. Und rotiert es in die Mitte. Oh, Lukas wird gefightet. Oh, Lukas muss aufpassen, dass er nicht an so einem Schiff, ne? Wer ist hier eigentlich? Ein Buschcamper. Okay, rotiert jetzt auch in die Mitte. Macht er gut. Am Baumschild noch einer. Oh, vom Haus dort hinten wird auch geschossen. Ach du Heilige. Leben echt noch viele. Dort oben ist Lukas. Auf dem Baum dort hinten drauf. Macht er gut. Hat er gute Highground-Position. Man probiert jetzt irgendwie hier ein bisschen auf Sniper mit der Laserwaffe irgendwie den Buschcamper dort hinten zu hitten. Okay, Zone close. So langsam aber sicher. Richtung Mitte. Oh mein Gott, Lukas dead. An Mini-Jamie. Wie ist der gestorben? Okay, ist das hier Mini-Jamie? Es kann sein, dass das hier Mini-Jamie ist. Den von der Distanz gelasert hat. Holt er sich den Stuff? Ich glaube, er holt sich den Stuff, ja. Es muss Mini-Jamie hier sein. Das ist wahrscheinlich Mini-Jamie, der sich jetzt hier den Stuff gönnt von Lukas. Macht er gut, macht er gut, macht er gut. Okay, hat jetzt komplett einen OP-Stuff, ne? Also, es ist crazy. Wenn er jetzt noch ein bisschen Healing dabei hat, wir werden auch in Zukunft probieren, dass man vielleicht das Inventar sieht sogar von den Leuten. Das müssen wir aber gucken, Chat. Das ist natürlich noch alles sehr, sehr aufwendig. Aber das wäre natürlich noch geiler. Okay, Mini-Jamie probiert jetzt hier den Busch hier zu lasern. Der Busch campt im Haus. Ich glaube, es sind nur noch die zwei. Kann das sein? Ah, nicht, hier ist auch noch einer. Okay, ein Schneeskin. Schneemannskin. Oder Schneefrau. Okay, Mini-Jamie mit einer sehr, sehr krassen Gott-Posi und einer OP-Waffe. Aber der wird da relativ schnell runtergehen müssen. Guck mal, die Zone kommt. Der kann da nicht ewig drauf bleiben. Mini-Jamie, du musst runter, Bro. Du musst runter, Bro.
Du kannst hier nicht mehr chillen. Okay, er geht runter, Richtung Mitte. Ich glaube, es sind insgesamt, es ist eine Top-3-Situation, glaube ich. Mini-Jamie, der Busch dort hinten und dort hinten irgendwo noch der Weihnachtsskin. Außer der Weihnachtsskin ist jetzt an dem Busch-Typen hier gestorben. Guck mal, der Busch-Typ. Er kämpft auf dem Dach drauf. Okay, Mini-Jamie auf dem Dach dort hinten. Buschmann hier auf dem Dach. Und ich glaube, das ist Mini-Jamie. Mal gucken, ob Mini-Jamie das holen kann. Mini-Jamie auch eigentlich ein sehr, sehr guter Spieler in Fortnite. Mal gucken, was er in Lego machen kann. Zone close jetzt ist sehr, 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 sehr close. Jetzt ist ein Haus-gegen-Haus-Fight. Mini-Jamie gegen den Busch. Oh mein Gott, Busch, Bro. Oh mein Gott, der stuft fast seinen Sohn. Sohn macht One-Hit, Jungs. Ihr müsst aufpassen. Sohn jetzt sehr, sehr, sehr klein. Mini-Jamie immer noch auf High-Ground-Position. Der Buschmann jetzt irgendwie hier. Der freundet sich gerade mit seinen Cousins an. Mit den Büschen. Mit den Bäumen. Ist jetzt unter den Büschen. Oh mein Gott, aus dem Haus kommt noch einer. Und macht jetzt Pressure auf Mini-Jamie. Mini-Jamie gewinnt es aber. Buschmann stirbt an Sohn. Und Mini-Jamie holt das Ganze. W's, GG's und tschüss in den Chat mit Mini-Jamie. Retail, Fruchtzwerg und Mini-Jamie, die Gewinner, die bekommen jeweils 1000 V-Bucks. Lasst auf jeden Fall ein Like da auf dem ganzen Video. Vergesst auf keinen Fall, den Kanal kostenfrei zu abonnieren. Und checkt auf jeden Fall die Lego-Map an. Ne? Erster angepinnter Kommentar, damit kommt ihr zur Map, ist der Map-Code. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen super, super tollen Tag. Bis dahin, macht's gut. Ciao.